Ja, meine lieben Freunde der Seichenunterhaltung, der Raven Knight meldet sich mit Let's Play Breath of Fire 2 zurück. Wir gehen immer tiefer in diese Höhle des Löwen, würde ich sogar schon fast sagen, in dieses Gefilde hinein, um die Welt vor dem möglichen Erscheinen des Dämonen zu retten. Und der Bannenspruch, ich kann es nicht öfter wiederholen, von Nina ist uns eine sehr große Hilfe. Und ich bin mal gespannt, was da noch so auf mich wartet. Denn so oft war ich, als ich das Spiel damals durchgespielt habe, nicht an diesem Ort. Ich weiß nur, dass die Musik sehr beeindruckend ist. Ich werde auch gleich zwischendurch mal ein bisschen ruhig sein, damit ihr die Musik genießen könnt. Denn immer nur meine Stimme zu hören ist wahrscheinlich auch nicht schön. Und wie schon gesagt, wir nähern uns immer mehr dem Ende des Spiels. Das heißt, ich kann auch bald ein neues Projekt starten. Ich werde dann wahrscheinlich ein etwas kürzeres Projekt nehmen. Weil mit dem Projekt, was ich hier jetzt angefangen habe, habe ich mir natürlich ein sehr großes Projekt auch vorgelegt. Aber ich bin ganz ehrlich, mir macht es nichts aus, denn ich bin froh, dass ich dieses Projekt gewählt habe. Entschuldigung. Denn dieses Spiel hat mich doch wirklich damals in den Bann gezogen. Und ihr merkt es vielleicht auch, dass ich wirklich sehr viel Spaß habe daran, dieses Spiel durchzuspielen. Schon alleine die Tatsache, dass ich dieses Spiel fast dann fast so spiele, dass ihr alles seht, was ich getan habe. Oh, oh, Todeszauber. Ja gut, das Ding ist zu schwach. Ich habe so gut wie alles aufgenommen, bis auf das Leveln, weil das Leveln, das hätte schon mit ungefähr 30, 40 Videos in Anspruch genommen. Denn ich habe auch noch ein bisschen getrickst dabei. Ich habe ja die Turbo-Taste benutzt, um eben halt so schnell wie möglich die Gegner zu treffen und auch zu bekämpfen. Weil auf der Monsterinsel geht das ja zum Glück. Außer bei natürlich den Königsschleimen, aber die sind mittlerweile auch schon kein Problem mehr. Aber wie dem auch sei, ich werde jetzt erstmal euch ein bisschen die Musik genießen lassen. Okay, das war natürlich nicht viel. Die Kampfmusik ist immer noch gleich. Ihr merkt schon, die Musik ist ein bisschen bedrohlich. Das ist zum Glück gut gewählt von den Herstellern des Spiels, denn ich finde die Musik einfach nur astrein, so als Zeichen, so fast des Showdowns, und ist schon richtig gut. Vor allem für diesen Zeitpunkt damals. Also hier sind noch mehr Schatztruhen. Ich glaube, ich werde gar nicht alle holen, weil mir geht das langsam hier ein bisschen arg auf den Senkel, immer kämpfen zu müssen. Es sei denn, ihr schreibt mir, hör mal, die Schatztruhen möchten wir doch auch gerne sehen, was das ist. Es sei vorausgesetzt, sie sind jetzt nicht unbedingt auf meinem unmittelbaren Weg. Ja, also um wieder welche weg. Ja, ich bin auch ein bisschen nervös aufgrund des baldigen Endes des Spiels und weiß noch nicht so direkt, was ich Let's Playen solle oder sollte. Wenn euch spontan ein Spiel auf Super Nintendo bzw. NES-Ebene oder gar anderen Ebenen einfällt, könnt ihr mir gerne ruhig eine PN schreiben und mir sagen, was ihr von mir sehen wollt. Ja. Das nächste Let's Play-Projekt, was ich definitiv plane, hat erstmal was mit meinem Technik-Update bzw. mit meinen Updates zu tun, die ich bald hoffentlich haben werde. Ich verrate schon mal, dass es ein Titel aus dem Hause Midway ist. Einige wissen es vielleicht schon, weil ich das schon mal angedeutet habe, was ich eventuell spielen möchte. Aber das kurze Projekt dazwischen, das lasse ich mir noch offen. Da könnt ihr mir auch schreiben, was ihr eventuell von mir sehen wollt. Und ihr könnt auch von mir aus euch ruhig wünschen, dass ich Mega Man spiele. Das stört mich überhaupt nicht, obwohl ich in Mega Man, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt der King bin. Weil Mega Man scheint ja unter den Let's Playern arg beliebt zu sein. Bei mir ist es so gewesen, ich habe den ersten Teil von Mega Man nie wirklich gespielt. Ich habe den zweiten Teil habe ich durchgespielt, den dritten, den vierten habe ich damals nur bei einem Kollegen gesehen und das war es auch schon mit den NES-Teilen und die SNES-Teile, da habe ich nur X durchgespielt, also den allerersten, Mega Man X. Das waren die Spiele, die ich ruhig durchgespielt habe von Mega Man. Ich
hoffe nur, dass da bald auch meine, wie schon gesagt, meine Technik-Updates kommen. Dass ich so schnell wie möglich mit dem anderen Projekt loslegen kann. Es wird auch sehr lang. Wie ihr vielleicht auch schon merkt, ich spiele so in erster Linie so Rollenspieler der guten alten Schule. Aber ich glaube, wir sind so gut wie da, weil die kürzesten Räume werden immer kleiner, oder habe ich nur das Gefühl? Oh, wieder kämpfen. Also, das ist das Einzige, was ich wirklich kritisiere, dass die Kämpfe immer mehr werden, je mehr man sich dem Ende neigt. Natürlich möchten die Programmierer, dass man sich auf den Kampf vorbereitet, indem man auch levelt, aber das Gelbe vom Eis ist doch auch nicht. Machen wir uns doch mal nichts vor. Denn ich habe auch so eine gewisse Vorahnung, wo ich hier bin. Also, wenn ich habe mir nicht vor kurzem mal wieder meine Videos von Anfang an angeguckt, beziehungsweise ein paar Videos angeguckt. So viel Zeit habe ich nämlich auch nicht, die alle zu gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Pagode bin, beziehungsweise in diesem Turm, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Habe ich so ein bisschen so die Vermutung, dass ich dort bin. Aber genau sagen kann ich es nicht. Wer sich davon vergewissern will, welchen Turm ich meine, müsste in Video Nummer 3 reinschauen. Denn es sieht für mich verdächtig danach aus. Im Übrigen auch nochmal, Lucifo, du spielst ja momentan Breath of Fire. Dank dir weiß ich jetzt endlich, wer der andere Typ auf der Monsterinsel ist. Es ist nämlich Karn. Ja, und ich bin jetzt im Übrigen auch glücklicher Besitzer des GBA-Spiels Breath of Fire 1 und werde es demnächst auch mal so außer der Reihe auf meinem DS-Let's Play, zumindest spielen. Let's Play noch nicht. Denn, da warte ich erstmal mit. Ich muss mich erstmal ein bisschen mit dem Spiel vertraut machen, bevor ich komplett blind da rein starte, weil das ist auch nicht so mein Ding. Ich muss schon ein bisschen was von dem Spiel wissen. Ja, und wir wollen noch mal schauen, wie weit wir jetzt hier kommen heute. An diesem wunderschönen heiligen Abend. Auf diesem Wege, in diesem Video auch nochmal euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und ich hoffe, dass ihr mit euren Liebsten einen richtig schönen Abend verbringt und euch richtig schöne Geschenke macht und ihr euch zusammen freut. Ja, denn es geht nichts über einen besinnlichen heiligen Abend, der bei mir schon eigentlich rum war. Und deswegen mache ich hier wieder ein paar Videos für euch. So. Ich habe das Gefühl, dass wir langsam immer näher dem Ende kommen. Aber frag mich nicht, woran ich das jetzt nicht. Oh, was ist das denn jetzt hier? Der Ort ist jetzt wieder ein bisschen größer. Da lassen wir jetzt natürlich wieder wie eine Beule dastehen mit einem großen Kopf. Ja, Erstschlag, wir rennen weg. Ich habe keine Lust. Also ich habe auch verdammt wenig Schaden bis jetzt genommen. Die Gegner sind wirklich langsamer als ich. Wo komme ich denn hier raus? Ah, hier ist eine Schatztruhe. Gut, ich bin den Weg der Schatztruhe gegangen. Das finde ich natürlich klasse. Erstschlag wieder, wir rennen wieder weg. Vor allem guckt euch mal die Werte an, die Charaktere haben. Die habt ihr euch bestimmt schon teilweise im Video angeguckt. Ich kann schon gar nichts mehr dazu sagen, weil ich mir die schon quasi heiliges Schild. Das haben wir auch schon alle. Weil ich ja beim besten Rüstungsladen war. Ja. Und auch alles andere schon geholt habe. Ich mache an dieser Stelle einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Breath of Fire 2 wieder. Sprach der Raven Knight nimmermehr und Merry Christmas, everyone.